Willkommen zur zweiten Woche von 5YMM, das heißt 8 neue Level, in denen es jede Menge Spaß gibt und den Anfang macht Into the Wormhole von Greenstar C aus der Schweiz. Logik bringt dich von A nach B, Wurmlöcher bringen dich überall hin. Und der Wurm wird hier repräsentiert durch Wiggler. Macht Sinn. Obwohl er ja eigentlich eine Raupe ist, ne? oh mein Gott. Habe ich etwa schon... Tatsache. Ich glaube, ich habe schon meinen Einsatz verschlafen. Das ist aber ein sehr langer Wiggler. Das sieht super witzig aus. Ah, wo geht denn der hin? Aha. Man weiß es nicht, wo er hingeht. Darin besteht wahrscheinlich die Schwierigkeit. Der geht aber so wunderschön ineinander über. Ne, man sieht die Köpfe der einzelnen Wiggler gar nicht, nur vom vordersten. Das ist echt wunderschön. Kriege ich diese Münze? Nein. Ich bin nicht in der Lage. Ja, vielleicht kann man da auch direkt drüber. Wahrscheinlich mache ich es mir immer wieder schwieriger, als ich eigentlich müsste. Lol. No. Ah, das ist cool. Ich weiß zwar nicht, warum ich noch am Leben bin, aber... Ich bin's. Gib das her? Ich sagte, gib das her. Das ist mega. Das habe ich auch nur ganz knapp überlebt. Vor allem, weil, ne, die Thematik mit den Wurmlöchern, das ist das. Wie nice. Das aktiviere ich mal, das schadet bestimmt nicht. No! Ich weiß nicht, warum ich manchmal das Bedürfnis habe, direkt in Gegner reinzuspringen. Oh-oh. Wo war ich langsam? Was war der Übeltäter? Ich glaube, hier habe ich zu lang gezögert. Ein weiteres Wurmloch. Sobald man in so ein Wurmloch reingeht, darf man sich nicht mehr bewegen. Oh, jetzt habe ich nicht geschnallt, wo ich hin muss. Das ist aber echt cool gemacht. Vor allem kann das ja gar nicht immer der gleiche Wiggler sein, oder? Das sind unterschiedliche... Jesus! No! Darf ich nochmal? So, diesmal falle ich nicht drauf rein. Ich wollte da immer nochmal abspringen. Ich hoffe, der kommt rechtzeitig. Wiiu! Okay. Einmal kurz durchschnaufen. Und ab ins Wurmloch. War das vielleicht ein versteckter Checkpoint? Nee, da ist er. Zum Glück muss man sich in 5YMM keine Gedanken um Kaiserblöcke machen. Okay, das ist... Naja, ich kann mir schon vorstellen, wie es gemacht wurde. Trotzdem. Man fällt unten raus und kommt oben wieder rein. Ist das ein Boss-Battle? Oh, hell yeah, please. Der bleibt da einfach stehen. Als ob es ihn nicht interessieren würde, was hier los ist. Ich bin gerade noch dabei, herauszufinden, was hier mein Job ist. Die Donutblöcke fallen lassen? Probieren wir mal, was ich davon habe. Ja, und an die oberen komme ich auch nur ran, wenn ich den Wiggler benutze. Tut mir übrigens leid, wenn ich von so einem Feuerball getroffen werde, weil auf die kann ich irgendwie gerade überhaupt nicht achten. Ah, wo ist denn neben seine Hitbox? Ich sag's doch. Die kommen da einfach durchs Bild geflogen. Es sind zwar nicht viele, aber irgendwie überfordert mich das. Egal, zweiter Versuch. Runde 2 geht definitiv an mich. Wo kam der jetzt her? Dann gehe ich erstmal darüber. Muss mich ja nicht zwangsläufig mit dem Wiggler anlegen. Erst wenn es nötig ist. Bin ich aber echt mal gespannt, was da passiert. Wie der einen juckt, ne? Weil er nicht an der gleichen Stelle wieder hochkommt, wo er runtergeht. Ah! Jetzt wird's eng. Wo ist mein freundlicher Wiggler? So. Nicht schon wieder! Die decken das aber auch perfekt ab. Genau dafür wurden sie gemacht. Mhm. Ich habe einfach nur auf die Auflösung gewartet. So. Ist das vielleicht clever? Ja, wenn ich das so mache? Es geht auch ein bisschen schneller. Wow. Hab ich's mir mal wieder schwierig gemacht, oder? Das scheint's aber noch nicht gewesen zu sein. Oh, ah!
Wiggler Action. So, wenn ihr jetzt von der anderen Seite kommt, dann stelle ich mich hier hin. Genau. Dann warte ich das ab. Geh ins Wurmloch. Ich versuche mich zu sehen, aber es ist nicht möglich. Weil gerade bei Toadette. Bei Toadette sieht man ja manchmal ihren Pferdeschwanz rausgucken. Was habe ich denn geschafft? 5YMM. Es dürstet mich nach Kuchen. Ach da, guck mal, was für ein Troll. Da fehlt eine Ranke mittendrin. Kann man hier oben raus? Sieht auch so ein bisschen nach Wurmloch aus. Ist in Ordnung. Habe ich eine Münze ausgelassen? Ha! Wo mag die denn gewesen sein? Hier oben vielleicht? Nein! Tja, dann muss ich mich wohl nochmal umsehen. Ich hab... Ist das der Sinn des Ganzen, dass man oben an die Fahne rankommt und ich hab's jetzt trotzdem getan? Vielleicht kriegt man auch einen extra Abschnitt. Die waren ja eigentlich alle relativ offensichtlich platziert, also mache ich einfach nochmal die Augen auf. Mhm. Ist das hier auch ein Wurmloch? Weil da unten sind irgendwie... Oh, das war tatsächlich eine! Okay, das ist die, die mir gefehlt hat. 5YMM Teaser. Und dann muss man sich den Kuchen ins Feld. Bin ich schon wieder drauf reingefallen? Bingo! Achso, stimmt ja. Ja. Keiner gesehen. Rein in die Tür. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich nur der Kuchen ist. Hm. Oh, wie cool. Ein gespaltener Kuchen. Er geht zum einen Portal rein und zum anderen wieder raus. Da kann man wirklich nur wow sagen. Das Level war der Hammer. Das glaube ich sogar unter meinen Favoriten bisher. Einfach eine klasse Idee und Umsetzung. Boom, Headshot. Bullet von Lector. Bullet the Bullies? Ach, das ist das Level, bei dem man mit dem Raketenteil fliegt gegen die Bullies. Das weiß ich noch aus der Preview. Die gucke ich immer nur mit einem Auge, damit ich mir nicht zu viel vorwegnehme. Und im Nachhinein gucke ich sie mir dann nochmal richtig an. Wow. Wieso habe ich das noch nie gesehen? Damit lassen sich bestimmt witzige Dinge machen. Hey, Bully. Wie cool. Moment, ich will in die andere Richtung. Ich befürchte... Oh, ups. Naja, wahrscheinlich wäre es eh zu spät gewesen, weil ich das Gefühl habe, dass solange ich nicht richtig lande, kriege ich meinen Treibstoff nicht zurück. Das war sogar eine Reset-Tür. Guck mal an, wie nett. Wo will der hin? Oder wo will ich hin, ist besser die Frage. Da unten ist nichts für mich, oder? Man kann sich das angucken. Hm. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich oben oder unten rum will. Wenn ich oben rum nicht schaffe, dann werde ich es mal unten rum probieren. Lell! Achso, jetzt muss ich ja die rote Münze wieder einsammeln. Nur wie? Ist die Frage. Wie kann man das schön machen? Und nicht hässlich. Vielleicht kriege ich noch eine weitere Gelegenheit, das rauszufinden, wenn ich mich weiterhin so dämlich anstelle. Ach guck, diesmal hat es einfach gepasst. So geht's natürlich auch. Ich habe keinen Treibstoff mehr. Nee, das ist auch Murks. So, jetzt habe ich noch ein kleines bisschen. Aber es hat trotzdem nicht gereicht. Ich muss irgendwo Treibstoff sparen, ja? Das ist ein sehr ökologisches Level. Ich meine, ich könnte hier theoretisch auch zwischenlanden, weil der geht ja wieder nach oben. Nee, also... Ich frage mich echt, wie das funktionieren soll. So funktioniert es bestimmt, oder? Ja. Ist das wirklich so gedacht? Weil man hatte da so einen schönen Flow, aber den muss man komplett unterbrechen. Letztendlich habe ich damit sogar mehr Treibstoff verblasen. Und das mit der Tür ist auch verwirrend, weil ich dachte, man darf da nicht landen, wenn da die Reset-Tür ist. Egal. Das habe ich hinter mich gebracht.
Den muss ich wahrscheinlich jetzt timen hier. Werde ich mich nie dran gewöhnen, ne? Dass es so lange dauert, bis der Schub einsetzt. Achso, das ist nur für die Münze. Und das andere ist der normale Weg. Ich comprends. Jetzt ergibt das Ganze Sinn. Okay. Wieder ein bisschen weit vorne, aber... Puh. So, muss ich hier schnell reagieren? Weil das Ding da auf mich zuwächst. Hör auf damit! Wie das aussieht. Danke für den unendlichen Nachschub übrigens. Wie kann ich den dazu benutzen, hier höher zu kommen? Das muss ich ja offensichtlich machen. Au! So funktioniert es schon mal nicht. Und ich kann den Stack auch nicht brechen. Obwohl die ja gar nicht weg... Oha! Wenn man genau auf die Schnittstelle zielt, dann wird man weggedönert. Witzig. Falsche Richtung, Toilette. Das Level ist nicht ohne. Hauptsächlich halt wegen der komischen Flugmechanik. Oh nein! Ich hab das Ding nicht unter Kontrolle. Ich hab das Ding nicht unter Kontrolle. Okay. Refill. Ich dachte schon, das wäre zu tief gewesen. Jetzt darf ich hier wenigstens mal richtig rumdönern. Ah, das war knapp. Da sieht man, wie merkwürdig die Hitboxen sind. Mhm. Die will ich auf jeden Fall haben. Und jetzt wieder auf die Schnittstelle. Ja, man muss schon ziemlich genau treffen. Ziemlich, ziemlich genau. Vielleicht täusche ich mich auch nur. Nein! Kaboink. Ah, Belohnung. Hoffentlich ist das auch der Kuchen. 5 YMM. Ist das ein Kuchen? Das habe ich noch nie gesehen. Die Ansicht von hinten, wenn man das Raketenkostüm hat und an was klettert. Wie das aussieht. Hui! Oh ja, das ist auf jeden Fall ein Kuchen. Vielleicht sogar ein Erdbeereis. Viel eher das. Mit lustigen Bullis obendrauf. Ob die schmecken? Das überlasse ich lieber anderen, da reinzubeißen. Ist es noch nicht vorbei? Wo bin ich denn jetzt? Ah, oh, es ist vorbei. Und ich habe es nicht geschafft, an die Spitze der Fahne zu kommen. Ja, das war cool. Ich fand die Idee cool. Ich meine, dass das Raketen-Power-Up einfach ziemlicher Jank ist, daran kann man ja nichts ändern. Geistesgestörtes Individuum muss alle Wolken zerstören. Spiele als das am wenigsten gemochte Sprite. Von Mrs. Yarrow in Cloud Killer. Das ist eine sehr vielversprechende Beschreibung. Eine alte Frau hat dieses Level gemacht. Zumindest das Mi sieht so aus. Nach unten und Y. Mhm. Achtung, ich werde zum Cloud Killer. Bin ich damit Sephiroth? Naja, nicht wirklich. Kanonisch nicht. Da oben ist wieder eine Wolke. Sorry. Sorry, not sorry. Ah, Sprite Limit. Alles klar. Was für eine niedliche Idee. Mhm. Do it. Wie ich hier einfach zum Komplizen gemacht werde, das gefällt mir überhaupt nicht. Kommt die auf der Seite auch raus? Nein. Kommt sie vielleicht auf beiden Seiten nicht raus? Das heißt, ich muss hier was anders machen. Mhm. Dafür gibt's wahrscheinlich die Tür hier. Dann timen wir das. Das Level macht mich zum Komplizen und ich mache die Stachelkugel zum Komplizen. Kompliceception. Mhm, ich bin mir sicher, das war nur die Einführung. Ich finde die Wartmusik
Die ist schon ziemlich, ne? Anstrengend auf Dauer. Ich folge einfach mal diesem Weg. Weiß zwar nicht genau, was ich davon habe. Sind die Blumen vielleicht böse? Weil sie mir die Funktion des SMB2-Pilzes klauen? Vielleicht brauche ich sie aber auch. Vor allem muss ich diese Wolke hier töten, wenn ich die rote Münze haben will. Und das will ich auf jeden Fall. Irgendwie fällt mir jetzt gerade erst auf, dass hier Schwerelosigkeit ist. Verringerte Gravitation. Bing. Tja, ich glaube, die Blume wäre falsch gewesen. Wölkchen? Sie traut sich nicht. Sie hat Angst. Angst vor dem Cloud-Killer. Und der Mancher kommt instant raus. Mhm. War da unten jetzt noch mehr? Nach oben ging es ja auch noch. Dachte ich zumindest. Mhm. Ah, wie stelle ich das denn an? Schwierig. Du entkommst mir nicht. Sie werden immer intelligenter. Sie versuchen, ihrem Schicksal zu entkommen. Hab ich dich. Oh, ein Aufzug. Den kann ich ganz gut gebrauchen. Mhm. Und jetzt bin ich wieder hier. Herrlich. Aber mir fehlen noch zwei Münzen, wenn ich durch die Schlüsseltür durch will. Möglicherweise ist das Ziel, auch einen P-Switch zu finden. Böse Blume? Perfekter hätte man da gar nicht reinspringen können. Ja, es sah wirklich so aus, als wollte ich das. Zur Information, ich wollte es nicht. Na, diesmal lässt sie sich Zeit, um dann einen Überraschungsangriff zu starten. Was ist denn hier oben noch alles? Ach so. Ah, ist das herrlich. Ich mag solche Puzzle-Level. Es ist jetzt nicht wirklich ein Puzzle an sich. Oder ein kompliziertes Puzzle. Aber halt so ein bisschen rätseln. Mechaniken auslösen. Es macht einfach immer mega viel Spaß. Da oben will ich auf jeden Fall noch hin. Dafür muss nicht nur die Wolke, sondern auch der Mancher dran glauben. Komm zurück! Nicht schon wieder. Diese ungünstige Position. Heute habe ich es aber auch. Mit der Balance. Die finale Münze. Sie ist mein. War jetzt hier oben noch was? Nee, das ist auch nur ein Aufzug wieder nach unten. So zuvorkommend. Man. Okay, dann haben die Münzen schon mal nichts mit dem Kuchen zu tun, nehme ich mal an. Obwohl das hier aussieht, als würde ich mich innerhalb des Kuchens befinden. Ist das hier nur Power-Up oder geht's da auch rein? Das ist nur Power-Up. Alles klar. Brauche ich den etwa? Ich nehme ihn einfach mal mit. Ich entführe ihn. Ich bin nicht nur ein Mörder, sondern auch noch ein Entführer. Manometer. Ich würde den jetzt gerne da runterwerfen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Doch, Tatsache. Da ist die Wolke versteckt. Ah, cool. Halt, ich möchte nicht mit nach unten fahren. Mit nach unten fahren. Mhm. Die Röhre? Na, wenn ich schon einen Schlüssel habe, dann kann das ja eigentlich nur der richtige Weg sein. Da passiert erstmal... Ah. Mord. Wolkenmord. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe zugeguckt und ich habe ihnen nicht geholfen. Dankeschön. Ah, oh, das SMB2-Lebengeräusch ist irgendwie so herrlich. Ich mag das voll. Und das ist einfach nur ein Checkpoint. Für diese ganzen Aufwendungen. Das freut mich ehrlich gesagt, weil das Level so cool ist. Mach gern noch weiter. Da drüben kann man sich wohl nochmal einen Helm abholen. Und die Ästhetik, ne? Und jetzt geht's gegen die Riesenwolke. Der Boss aller Wolken. Man. Ihr kriegt mich nicht.
Ich meine, einmal darf ich mich ja treffen lassen. Das fühlt sich total nach SMB 2 an. Dieses Durchgraben. Voll grausam. Langsam aber sicher wieder zerstückelt. Ich sehe gerade, da unten sind sowieso noch mehr Pilze. Ich weiß nicht, ob sie unendlich kommen, aber von der Abschlussrate des Levels nach zu urteilen, wahrscheinlich schon. Hui! Nur noch 3 Stücke. Dann wird man sie nicht wiedererkennen. Naja, man kann sie jetzt schon nicht mehr wiedererkennen. Na, hatte gehofft, ich kann da noch landen. Kriegst mich nicht? Zumindest noch nicht. Schlupp, schlupp. Und es geschieht. Ich krieg einen weiteren Schlüssel. Bin ich unter Zeitdruck? Tatsache. Das Level ist ewig. Ich bin eingesperrt. Guilty. Ist das der Richter? Jetzt bräuchte er nur noch so ein Hämmerchen. Oh, das ist das Ziel. Aber ich kann hier raus. Ich weiß nicht, ob das clever ist, weil ich so wenig Zeit habe. Vielleicht die Belohnung dafür, dass man... Ich bezweifle, dass es was bringt, wenn man den komplett abträgt. Wie merkwürdig. Kein Kuchen für mich. Oh Gott, komm ich da... Diese Steuerung, ey. Danke. Warte, was ist mit der Tür da? Ich dachte, ich kam aus der Tür raus, aber nein, ich kam aus der Röhre. Oh mein Gott. Verurteilt mich nicht, okay? Bitte. Das tut der schon. Bestimmt kommt daher auch die Abschlussrate her. Ja, 50% ungefähr. Weil alle beim ersten Mal am Secret vorbeigelaufen sind. 100 pro. Oh man. Oh, schaut euch das an. Welche Überraschung. Es ist der Kuchen. Aber ganz ehrlich, die Level in 5 YMM sind so gut, dass es wirklich nicht schmerzt, die mehrmals zu spielen. Eigentlich könnte ich sogar mal wieder die 4 YMM Level spielen. Also jetzt nicht für eine Aufnahme oder so, aber einfach so für mich. Hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf. Nein, das ist keine Ausrede. Okay, Kuchen verspachtelt. Dann kann ich jetzt reinen Gewissens ans Ziel. Wofür der Knochenpanzer ist? Vielleicht hat er nur symbolischen Charakter. Déjà vu Run. Ich war schon mal hier, richtig? Aber es scheint, als wäre alles schwieriger geworden. Von Mega Tefit. Der ist auch häufig in der besten Liste. Toad versucht mir da irgendwas zu erklären. Bin mal gespannt, um was es sich da handelt. Spaß, Leute. Ich wünschte, Events wie diese würden niemals enden. Zum Glück tun sie es auch. Nicht allzu bald. Run, das nehme ich mir mal zu Herzen. Autsch. Weep. Ich war irgendwie total davon ausgegangen, dass der nach unten geht und nicht auf mich zukommt. Na okay, diesmal bin ich zumindest ein paar Sekunden länger am Leben. Und jetzt spielt man es nochmal, oder? Genau, und Dinge haben sich verändert. Déjà vu. Und es ist schwieriger geworden. Ah! Nice Stein. Beim nächsten Mal kann ich den vielleicht sogar verlassen. Oh nein, das habe ich nicht gesehen. Den kleinen Fuzzi da auf den riesigen Spike Tops. Der hat sich zu gut versteckt. Bingo. Diesmal sehe ich ihn. Wow! Oh, war das knapp. Die Kugel war so haarscharf an mir dran. Römisch 2. Uff. Immerhin bin ich nicht direkt nach einer Sekunde gestorben, wie im ersten Bereich. Oh, no. Ich will immer da hoch, schon im ersten. Ich meine, das ist auch letztendlich das Ziel, aber noch nicht. An die hatte ich noch keine Chance ranzukommen, oder? Wahrscheinlich jetzt. Konzentration. Okidoki. Und dafür ist die Plattform. Ich habe mich schon gewundert.
ob die nur dazu da sein soll, einen da nicht in, in den Stachelball reinfallen zu lassen, aber es wäre ja fast schon zu nett gewesen. Römisch 3. Ich will gar nicht oben rum. Dann habe ich jetzt ein kleines Problem. Mhm. Noch 2. Ja, siehst du? Hier gibt er mir keine Plattform. Weil er nicht möchte, dass ich überlebe. Oh, da oben wäre eine gewesen. Beziehungsweise irgendwie auch nicht. Dann ignoriere ich sie einfach. Na, wenn sie nicht zu mir kommen will. Puh. Die Abschnitte unterscheiden sich echt wahnsinnig voneinander, ne? Als ob es nicht jedes Mal der gleiche wäre. Sehr platzsparend. Oh. Habe ich oder habe ich nicht vergessen, den Schalter zu aktivieren? Ich habe es nicht vergessen. Aber mir fehlt eine Münze. Huh. Ja, da ist sie. Merci. Kann es sein, habe ich dieses Mal wirklich jeden Kuchen gefunden? Wow. Ich dachte schon, es wird so eine Tradition, dass ich immer einen nachholen muss. Was ich ja dieses Mal auch noch machen muss. Ja. Super cool. Wiehu. Und zwar, wer sich noch an das Video von letzter Woche erinnert, und das sind hoffe ich die meisten, der weiß, dass anstatt ein Kuchen war hier nur diese komische Kreatur. Aber es gab auch einen Pilz. Und der spielt eine entscheidende Rolle. Und außerdem fällt mir gerade auf, dass ich jetzt nicht mehr sterben darf, sonst kann ich alle Münzen nochmal einsammeln. Und ich darf auch nicht ans Ziel. Ah! Wo ich hin muss, das habe ich jetzt, da ich es weiß, schon gesehen. Es gibt hier nämlich eine Röhre, die hier ganz clever versteckt ist. Ja. Und mit in die kann man nur mit einem Damage Boost rein. Ah. Oh. Mensch, das hat sich doch gelohnt, oder? Guckt euch das Gerät an. Es gibt sogar noch mehr. Verschiedene Törtchen. Bin ich unter dem Level? Das macht fast den Anschein. Hui. Der Wind trägt mich durch. Der ist ziemlich hart. Ich glaube, der ist von letztem Jahr, der Kuchen. Und was ist das hier für einer? Einer, der Geräusche macht. Oh yeah. Stachelkuchen. Brennnesselkuchen. Habe ich auch noch nie probiert. Lustiger Kuchen. Ah, wie schön. Moment, warum haben da Teile gefehlt? Bin ich da nicht durchgesprungen? Ich schwör. Eiskuchen. Ist auch lecker. Eiskuchen mit Sahne. Bowser Juniors Kuchen. Schwebender Kuchen. Oh nein, wenn ich jetzt hier noch sterbe, ey, dann bin ich aber echt wütend. Zum Glück geht's hier raus. Zitronenkuchen war das. Und jetzt bin ich wieder am Anfang. Wenn ich die alle esse, dann falle ich erstmal aus. Oh, das ist ja... Das ist ja nett. Gab's da keine Alternative? Ich glaube nicht, oder? Tja, auf jeden Fall hätten wir das dann auch geschafft. Ich verabschiede mich und wir sehen uns bei den nächsten 4 Leveln dieser Woche hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.